Hallo, mein Name ist Viktoria Schmidt. Ich beschäftige mich mit der Geschichte der sogenannten Rassenkunde und Minderheitenpolitik in mitteleuropäischen Ländern. Gleichzeitig arbeite ich als Freiwillige mit Menschen, die von Stigmatisierung bedroht sind, zum Beispiel Roma und Sinti. Mein Beitrag basiert auf dieser Erfahrung, einschließlich meiner eigenen persönlichen Bemühungen, meine Vorurteile aufzuarbeiten. Wir hören oft, dass die Einleitung in Rassen künstlich ist und dass genetisch alle Menschen gleich sind. Aber hilft diese Tatsache, Rassismus zu beseitigen? Jeden Tag werden wir Zeugen verschiedener Erscheinungsformen von Rassismus. Einige von uns werden zu Opfern und einige zu Tätern oder Täterinnen. Ein Beispiel: Eine Roma-Familie aus der Ukraine kam wie viele andere Flüchtlinge, um sich bei der Polizei zu melden. Ein zweijähriges Mädchen, das jüngste Mitglied der Familie, weinte, als sie in einer neuen Umgebung wiederfand. Die Übersetzerin bat die ukrainischsprachigen Freiwilligen, die sich bei der Anmeldung um die Kinder kümmerten, dem Mädchen ein Spielzeug zu geben. Eine Freiwilligen sagte zu einem anderen, gib mir ein Plastikspielzeug, das wir später waschen können. Die Dolmetscherin, die das hörte und die Veränderungen in die Gesichter der Eltern sah, sagte, diese Kinder sind nicht schmutziger als die anderen, aber sie bekamen nur Plastikspielzeug. Dieses Beispiel zeigt, dass nicht nur direkte Gewalt ein Hauptrisiko von Rassismus ist. Eine der häufigsten Erscheinungsformen von Rassismus ist alltägliche Ungleichbehandlung. Beispielsweise lehnen Ärztinnen eine teure Behandlung von Patienten anderer Hautfarbe ab. Es ist wahrscheinlicher, dass die Polizei Personen festhält, die als nicht weiß gelten. Ungleichbehandlung wird meist durch Vorurteile gerechtfertigt. So auch Rassismus gegen Roma, Vorurteile gegen Roma sind, dass sie es nicht verdienen, gut behandelt zu werden, weil sie alle Diebe sind. Dass sie die ukrainische Sprache nicht gut beherrschen und so nicht einmal verstehen, wenn sie beleidigt werden. Dass sie unter ungehygienischen Bedingungen leben und Infektionen verbreiten sowie dass sie nur kommunizieren, wenn sie etwas brauchen oder uns beschimpfen wollen. Da es im Moment im Deutschen noch keine gute Alternative zum englischen Begriff gibt, verwenden wir Race. Race würde nämlich antirassistischen eingeeignet und weist damit auf einen gesellschaftlichen Kampf hin, anstatt die Konstruktion von biologischen Rassen zu verfestigen, wie es der deutsche Begriff nach wie vor tut. Wer von Rasse spricht, weiß, dass Rassen eine Anfindung des Rassismus sind. Rassismus in eine historische, gewachsene Ideologie, die weiße Menschen aufwertet und nicht weiße Menschen abwertet. Anhand von körperlichen Merkmalen, der Religion oder Sprache werden nicht weiße Menschen als anders, minderwertig und fremd konstruiert. Ihnen werden überwiegend Negativeigenschaften zugeschrieben, die sie angeblich von weißen Menschen unterscheiden. Die gezielte Abwertung von Menschen dient dazu, Unfärbung, Unterdrückung und Gewalt zu rechtfertigen. Rassismus hat also mit Ungleichbewertung und Ungleichwertigkeit zu tun. Das führt mich zu hierarchischen Betrachtung von Rasse als Kern des Rassismus. Wenn wir damit beginnen, den Grad des öffentlichen Risikos sowie das Ansehen von Menschen mit ihrem Race, ihrem ethnischen Zugehörigkeit oder Nationalität zu verknüpfen, konstruieren wir Race Hierarchies, also rassebasierte Hierarchien. Ausdruck dafür ist die Anmerkung, dass nicht alle Roma, nicht alle Afroamerikanerinnen oder nicht alle Juden so sind. In der sozialistischen Tschechoslowakei würden Roma beispielsweise nach ihrem Assimilationsgrad in drei Kategorien eingeteilt. Die einigen, die zur dritten Gruppe gehörten, die einem hohen Isolationsrisiko ausgesetzt war, würden am stärksten verfolgt. Auch in der Gegenwart wird zum Beispiel ein Unterschied gemacht zwischen den unsichtbaren, stillen, brav arbeitenden Migrantinnen aus Südosteuropa und den sichtbaren, lauten Migranten aus Westafrika. Dennoch gelten beide Gruppen ursprünglich als nicht weiß und hätten unterschiedliche Möglichkeiten, weißer zu werden. Damit ist gemeint, dass sie durch bestimmtes Verhalten der weißen Bevölkerung ähnlicher und somit positiver bewertet werden könnten. Von Rassismus profitieren weiße Menschen sowie Aliene.
die von der Dominanzgesellschaft als weiß wahrgenommen werden. Wer über Rassismus reflektiert und lernt, muss sich daher auch mit Weißsein und Critical Whiteness beschäftigen. Beides ist unweigerlich miteinander verbunden. Weißsein ist ein Konstrukt, das Rasse, Ethnizität und Europäität miteinander verflechtet. Weißsein bedeutet, in Europa zur Norm zu gehören und im Vergleich zu anderen am menschlichsten zu sein. Weißsein schafft also eine Norm, zu der man gehören will, um Teil der vermeintlich fortschrittlichen und zivilisiertesten Weißen Mehrheit anzugehören. Wir kennen immer jemanden, der sozusagen weißer ist als wir und im Vergleich zu dem wir weißer sind. Der Erwartungsdruck, sich am Kriterium der zivilisierten Verhaltens auszurichten, ist eine der Hauptmotoren der Praxis von Weißsein und Rassismus. Die Hierarchie des Weißseins fordert die Selbstachtung und Würde der Menschen heraus. Wie weiß ich bin, ist eine Frage, die neben der Frage steht, ob ich die einigen anerkennen soll, die nicht weiß sind und nicht weißer werden wollen. Was für mögliche und akzeptable Einschränkungen soll es für die einigen, die es ablehnen, weißer zu werden, geben? Sollten wir vor diesen Nicht-Weißen geschützt werden? Unter den gegenwärtigen Umständen ist es naiv zu glauben, dass Rassismus ausgerottet werden kann. Im Mittelpunkt des kritischen Weißseins oder Critical Whiteness steht ein Verständnis dafür, wie unsere Identität als weiße zivilisierte Person unsere Verhalten beeinflusst und wie wir Gefahr laufen, Rassismus zu reproduzieren. Es geht also darum, sich als weiße Personen der eigenen Privilegien bewusst zu werden. Weiße Menschen genießen Vorteile, etwa wenn ihnen bei der Bank ohne Probleme ein Kredit gewährt wird, weil ihnen von vornherein Kreditwürdigkeit zugesprochen wird. Hingegen sehen sich People of Color oft gezwungen, zu beweisen, dass sie solvent sind. Weiße Personen werden nicht für die Covid-19-Pandemie verantwortlich gemacht, während People of Color entweder als Verantwortliche für die Entstehung der Pandemie herhalten müssen oder aber ihr Verhalten für die hohen Ansteckungsraten verantwortlich gemacht wird. Weiße Kinder bekommen häufiger eine Gymnasiumempfehlung als von Rassismus betroffene Kinder, denen tendenziell Arbeitsreife und Leistungsfähigkeit abgesprochen und Erfolg weniger zugetraut wird. Rassismus ist nicht das Problem der Nicht-Weißen. Oder anders ausgedrückt, weil eine doppelte Vereinigung schwer zu erfassen ist. Rassismus ist das Problem der weißen Menschen. Aufgrund ihrer Privilegien haben weiße Menschen eine besondere Verantwortung für die Veränderung der bestehenden Ungleichheitsverhältnisse. Rassismus benötigt gerade von weißen Menschen besondere Aufmerksamkeit und Lernbereitschaft, um rassistische Denk- und Handlungsmuster abzulegen. Statt moralisch zweifelhaften Profit aus dem Weißsein zu generieren, profitieren von Abbau rassistischer Strukturen und Denkweisen wie letztlich alle. Sei es, indem einige wenige Hürden auf ihrem Weg haben oder weniger Gewalt erfahren oder indem wir alle lernen, ein Teil der Lösung zu werden. Indem wir beispielsweise lernen, Menschen in ihrer Vielfältigkeit jenseits von Stereotypen wahrzunehmen, sowie uns für die Integration für Flüchtlinge und gegen Ungerechtigkeiten einsetzen.